Ich begrüße euch zurück bei Crusader Kings 3. So, Evanya hat sich verbessert. Kriegt auch noch die Eigenschaft aggressiver Angreifer. Gegnerische Todesverluste plus 25, okay. Ja, und eine 15 jetzt. Ja, ansonsten werden wir irgendwie versuchen, Geld zu machen. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir kriegen es schon hin. Und dann werden wir schon mal Ashanti gründen. Das war zumindest schon mal die erste Voraussetzung. Du warst schwanger, ne? Ja. Ich wette, dass mein zweiter männlicher Nachfolger also zumindest eine vererbbare Eigenschaft hat. Ist wirklich traurig, dass ich schon wieder keine einzige bekommen habe mit meinem Erben. That is wirklich really bad. So, ansonsten gucken wir mal. Nee. Hallo. Wann die Waffenstillstände auslaufen. Kann für 3 Jahre keinen Krieg erklären. Weg. Für 18 Monate. Also Bono ist dran am 26. August nächsten Jahres. 1,5 Monate noch. Dann nehmen wir Bono ein. Können wir auch. Sehr gut. So, was sieht hier aus? Ein Königreich gründen, Blutlinie stärken, Wein, feudale Lebensart, Kriegerorden gründen, Afrika-Verein. Hm? Ihr kontrolliert die Region von Afrika vollständig. Mein Sohn! Nienon! Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. So, wir gucken mal, was Afrika wäre. Zum Anzeigen klicken. Das alles, oder was? Die Völker Afrikas sind stolz, tapfer und stark. Doch so viele von ihnen sind fehlgeleitet und beten falsche Götter an. Es ist an der Zeit, sie alle unter einer Macht zu vereinen. Niamey. Okay. Ja, das... Ach, da wurde es ja doch angezeigt. Ich hab grad gewundert. Afrika-Verein. Ja, also, wie gesagt, hier alles. Ja, also hier quasi das Ganze muss ich besitzen. Genau. Ich werde das hinkriegen. In 500, 600 Jahren Spielzeit. Natürlich. Gehe ich ganz fest von aus. So, Ghana ist schon extrem groß. Hat aber nur 2100 Truppen. Wir haben auch nur 700, 1500. Ghana ist schon... Königreich, ne? Ritter beträchtlich verbessert. Ah, quasi. Oh, 27. Super. Der Typ ist wirklich gut mittlerweile. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wir können ja mal kurz in Charaktere gucken. Und dann sortieren wir mal nach Kampfgeschick. Und zwar alle. Und dann sehen wir, der geschickteste ist Häuptling Rikulfer Hiddorsson von Östergotland mit einem Kampfgeschick von 36. Graf Gotzelo von Dortmund hat sogar nur eine 33. Also unser ist gar nicht so schlecht. Ingemar. Wow, eine 32 und der ist theoretisch frei. Aber der wird zu weit 6 sein, wa? Ja. Oh, ein 32er Typ, der einfach frei ist. Hier haben wir ganz, ganz viele davon. Ein plötzliches Aufbäumen. Ich war so erfahren daran zu reiten. Was? Ich war so erfahren darin zu reiten, zu zielen und zu treffen, dass ich immer dachte, nichts könnte meinen Rhythmus stören. Als ich ein weiteres Mal den Übungsplatz galoppiere, bringt irgendetwas außerhalb meines Gesichtsfeldes mein Pferd dazu, sich aufzubäumen. Ein Augenblick lang hält mich das Bewegungsmoment auf dem Rücken des Pferdes. Dann scheint das die Zeit langsamer zu laufen und ich spüre, wie ich den Halt im Sattel verliere. Ruhig, Junge, ganz ruhig. Ja. Ihr schafft es oder wir werden abgeworfen. Okay, das ist nicht das Gleiche. Mein Zauberstern Krontina, ich nenne sie nur noch Narcissa, spielt zerstreut mit meinem Haar, während sie mir etwas über höfische Politik erzählt. Obgleich ich nur wenig von solchen Dingen weiß, bin ich bezaubert von ihrer Leidenschaft für das Thema. Ihre wunderschönen Augen leuchten förmlich und das tiefgründige Wissen hinter ihren Worten ist offensichtlich, auch für einen Laien wie mich.
Ich könnte ihr wohl ewig zuhören. So, wird eure Seelengefährtin oder wir kriegen nur Punkte? Ja, dann wären wir Seelengefährtin. Wenig beeindruckende Vorführung. Ich werde auf einen festgetrampelten Boden geworfen, der Schmerz... Okay, ich habe es also nicht geschafft. Meine Liebeserklärung trifft Narcissa unvorbereitet. Ihre Hand in meinem Haar hält inne und ich spüre, wie ihr Herz an meiner Wange pocht. Mein eigenes schlägt ebenso heftig. Ist das wahr, Barney? Ich fühle seit so langem ebenso, doch ich hätte nie gedacht, der Kuss, der diesen Satz beendet, ist das Süßeste, was ich je gekostet habe. So, also wir sind verletzt und haben aber eine Seelengefährtin. Ihr verlort die Eigenschaft verwundet. Das ist halt der super Vorteil, wenn du einen guten Arzt hast. Diese Mali sind halt immer sehr, sehr kurz nur. So. Oh, ich könnte fluchen. Das gibt's doch nicht. Oh, der Typ hat wirklich zwei bekommen. Wohlgestalt und kerngesund. Also quasi die gleichen wie wir. Und direkt wieder schwanger. Super. Läuft bei uns. Ja. Der Tag des Turniers. Die Sonne scheint und die Bauernschaft schlendert über das Turnier, das meine Gemahlin veranstaltet. Meine Champions jubeln, als Narcissa das Turnier zu ihren Ehren ankündigt. Und endlich einmal darf ich nur zusehen. Allerdings werde ich nicht ganz den ganzen Turnier lang auf einem Thron herumlocken, hocken. So, jeder Champion gewinnt Meinung oder wir bekommen... Ja, wir machen das mit der Meinung. Ich kann, glaube ich, keinen mehr unterrichten, ne? Aber ich könnte ihm einen Kriegsherrn geben. Und zwar... Eigentlich... Wo ist denn der? Hier, Akwasi. Hier, Akwasi wird ihn mal bitte ausbilden. So, ansonsten, Ränkespiele sind wir gut dabei. Ich wollte hier... Oh Gott, 19 und 14. Für 7. Herzlich willkommen. Ilakon. Naja, Ilaklon halt. Wo ist er? Da, eine 14, auch zwingen. Dann sind wir jetzt bei 2, 4, 6... Die wir schon mal mit zwingen und der siebte kann sich dann hier immer ausgesucht werden. Wer ist es gerade? Okay, anscheinend keiner. Aber dann eine 19 ist natürlich super. Ich könnte mir auch direkt mal verheiraten eigentlich, ne? Seelengefährtin, kann ich mit der eigentlich noch besser werden? Nee. Von Affäre trennen? Nö, gut. Was hatten sie sonst so für Eigenschaften? Okay, Frucht. Ja, stimmt, sie ist ja fruchtbar. Deswegen geht das mit dem Kinderzeugen jetzt auch so. Hoppeldi-hopp. Nieno ist ein guter Ränke-Typ, aber Ränke haben wir eine 18. Brauchen wir also nicht. So, wer ist denn jetzt hier noch ohne Fahrschein? Die haben alle. Da, die Lacklown, stimmt. Oh, wer bist du denn überhaupt? Kann ich den von meinem Hof entfernen? Bei dem brauche ich wirklich nicht. Verliert Meinung über uns. Ach, das kostet mich sogar was. Gott, nee. Na, das will ich ja auch nicht. Würde ich sonst einfach mal rausschmeißen. Gut. Sie hier hat auch wenig Interesse, lange zu bleiben. Ja, wäre jetzt auch kein Verlust. Was mit ihm eigentlich? Tötung anzeigen? Oh. Ach so, in der Schlacht. Wollte gerade sagen. Hier, Ankoma. Du kriegst mal jetzt eine Ehepartnerin. Wir gucken mal wieder nach Arzt. Oh, guck mal. Da haben wir schon mal zwei. Beziehungsweise vier. Okay, angesehen aber keine. Dann nehmen wir eine Jungärztin. Wie alt bist du? 27. Arvey. Und 15 Bildung. Ach, er ist sogar noch hier Wohlgestalt. Na dann. Bitteschön.
An Koma. Wen hast du bis jetzt alles getötet? Nur Antwi. Höfling von euch. So, sehr gut. Tochter, Sohn, Champion von euch. Ah, der kann auch nochmal heiraten. Ritter wurde Schwertmeister. An Koma. Aufstrebender Schwertmeister. Plus 3 Kampfgeschick. Sehr schön. Und er war der, den ich mir gerade besorgt habe. Nee, jetzt brauchen wir eigentlich keine Ärztin mehr. Oh, wir könnten sogar eine mit einem Anspruch uns ins Land holen. Krass. Intelligent, auch sehr gut. Sie hat einen Anspruch auf 10 irgendwas. Wie gerade ein bisschen viel offen, wa? Ach, auch das. Habe ich da nicht schon jemanden? Ne, der war nur Gast, ne? Den kleinen Bengel. Ja, den habe ich nicht übernommen. Okay. Ja gut, könnten wir uns holen. Wie alt bist du? 25? Ich würde ja fast die Intelligente nehmen. Oh, hier ist sogar noch eine Hübsche. Hier eine mit Verwaltung. Mein Gott. Ach so, ne, kann ich aber nicht benutzen. Eine 22 in Ränkespiele. Aber. Gierig, eigenwillig, hinterlistig. Gerecht, bescheiden, ehrgeizig. Okay, die passen überhaupt gar nicht zusammen. Sagolon. Nehmen wir Sagolon. Die ist noch ein bisschen schlau. Können wir vielleicht noch ein paar kluge Kinder hier rein heiraten. So, der Rest müsste eigentlich alles... verheiratet sein. So, wir werden ganz kurz bekehren. Oh, was ist mit dir? Wer bist du? Höfling von euch. Win. Ah, aus Kukurei und Nan. Alles klar. Höfling nimmt Bekehrung an. Warum hast du einen anderen Glauben? Okay, erst was. Flagge Land und wahnsinnig. Ja, oh, gibt bessere. Mein Sohn, Dwee. Oh, Dwayne draus. Mögest du stark und weise werden, Dwayne. Vererbbare Eigenschaft, immerhin fruchtbar. Ach, 4 Kinder kriegen vererbbare Eigenschaften. Der einzige, der wieder leer da steht, ist mein Spielererbe. Oh, Rast für die Müden. Wir sind schweißgebadet, müde und hungrig, als ein langer Trainingstag mit den Truppen endet. Als wir uns nach einem Lagerplatz umschauen, sehen wir am Horizont eine alte verlassene Burg. In Afrika eine alte verlassene Burg? Naja. Mich aufblustern, sage ich, dort werden wir heute Nacht unser Lager aufschlagen. Die Sonne geht unter und mit jedem Schritt, den wir näher kommen, wird die Ruine unheilvoller. Es dauert nicht lange, bis die Soldaten von Geistern flüstern. Burg betreten oder verbesserte Truppenmoral? Vorteil plus 2. Absolut. Können wir jetzt eigentlich mal... Nee. War 78, ne? 79? Nee. Jetzt gleich können wir Bono angreifen. Ist mittlerweile Verbündete? Ja, ein. Komasi. Kann ich denn hier irgendwas einnehmen? Also die könnte ich immer noch einnehmen. Machen wir ja auch, oder? Ach, da gibt es sogar schon derzeitigen Träger, Eveland. Ist er hier sogar? Krontihene Maman. 700 Truppen. Hätte Geld für eine Söldnerarmee. Aber ist mir egal. Ja, welches denn wertvoller? Gucken wir mal. Da ist nichts gebaut. Oh, kick mal hier, eine Stammesfest. Übungskampfbahn. Ja, wunderbar. Dann weiß ich, was ich einnehme.
Und zwar hätte ich gerne das von dir. Oh, da ist ja auch direkt der Punkt, wo ich losmarschieren kann. So, er wird jetzt natürlich seine Armee aufbauen. Ich hoffe, dass wir ihn einholen. Yeah. Ach, ich gehe wieder als Kriegs- oder als Befehlshaber in den Krieg. Aber wir würfeln hier sehr, sehr gut. 6-0, 1-0. Und dann töten wir noch ein paar auf dem Rückzug. Sehr gut. Belagerung. 7 Monate. Kann ich eigentlich noch ein Kriegsvolk ausheben? Ja, mittlerweile kann ich ein drittes ausheben. Sehr, sehr schön. So, Komplotte. Was mache ich da eigentlich gerade für einen Komplott? Ach, immer noch sie hier. Militärausgaben, Kriegsvolk, Verhandlungsgeschick. Ja, sehr gut. Das ist auch die Hauptstadt. Also ich glaube, wenn ich das eingenommen habe, habe ich auch schon fast den Krieg gewonnen. So, ansonsten sieht es erstmal gut aus. Was ist ja eigentlich für ein Symbol immer? So, irgendwas wird belagert. Jawohl, aber das sollte hoffentlich ein bisschen länger aushalten. Ja, Stufe 2 ist auch Stufe 2. Also Festungsstufe sieht man hier an dem Symbol. Plus die dazugehörigen Truppen. Haben wir irgendwo Festungsstufe 3 schon? 2, 2, 2. Unsere Hauptstadt ist eine 3. Könnte man ausbauen. 200 und 400. Ja, habe ich natürlich beides nicht. So, er haut ab. Oh, er wird eingenommen. Kann das sein? Ach, er wollte ihn angreifen. Kriegt aber auf den Sack. Naja. So, 2 Monate noch. Können wir ein bisschen beschleunigen. Ihr könnt als Verbündeten rufen. Nee, brauchen wir nicht. Anspruch fingieren brauche ich auch nicht. So, 4 Monate. Ja, das werden wir hier auf jeden Fall schaffen. Ritter wurde zu Schwertmeister. Aquasi wurde legendärer Schwertmeister. Alter, er ist einfach eine 33 jetzt. Aquasi. Ist er damit der beste Kämpfer auf der Welt? Ich habe hier alle, ne? Ja. Aquasi ist auf Platz Nummer... Auf dem geteilten 2. Platz ist Aquasi mittlerweile. Geiler Typ. Niedere Geburt. Ah, er ist schon wirklich heftig gut. Olle Aquasi. So, ich werde überfallen. Hast du eigentlich eine Meise, dass du mich jedes Mal überfällst? Vor allem mit deinen paar Truppen, die du da hast. So, ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Zum Sieg. Neuer Lebenswandel. Jo. Armee, Goldunterhalt und Aufgebotsverstärkungsrate. Super. Nee, wir haben noch nicht gewonnen. Du hast so ein Glück, dass ich noch weiter Krieg führen muss. So, ich bin schneller als er, ja. Unser Champion wurde von einem feindlichen Soldaten verwundet. Yeah, Baby. Forderung erzwingen. Und jetzt holen wir uns mal ganz kurz unser Geld wieder. Ich bin über der Domänenschwelle. Okay. Benachbarter Herrscher hat Krieg verloren. Ich bin für meinen Glauben bekannt. So, Nana Opoku, genau. Du hast ja gegen ihn verloren. Und es ist nichts passiert. So, Freunde der Sonne. Ich hätte gerne mein Geld wieder. Auslösen. An den Auer würde im Gegenzug für dieses Angebot... Was? Halt, stopp.
Okay. Meine, Krontine liegt mir, also ein Boy würde sie im Gegensatz für dieses Angebot gehen lassen. Was ist denn das Angebot? Oh, für 50 Gold? Sehr gerne. Kannst du deine Frau wieder haben? Ritter verbessert. Kukurei. Ja, alles klar. Ist jetzt auch eine 24. Lösegeld akzeptiert. Und jetzt kann ich die nächste... das nächste Herzogtum gründen. Feindlichen Befehlshaber in der Schlacht zu verwunden? Gegen den habe ich sogar ein Druckmittel. Schlacht von Bono Manso. Ihr wurdet von Amor verwundet, als ihr euren Truppen in Schlacht führtet. Okay. Oh, ich bin besser geworden. Ich bin jetzt in 29. Ruhm ist weithin bekannt und ich müsste eigentlich mein Geld jetzt wieder haben, ne? So. Schwerpunkt Autorität. Unterstützung von Ehepartnern. Was ist hier los? Introvertiert. Verbesserte Truppenmoral. Kriegsvolk. Verhandlungsgeschick. Also wir gehen halt voll auf Krieg mit ihm, ne? Und wir sind gerade mal 27. Das geht sehr, sehr fix. Also, Akkan könnten wir gründen. Es fehlt ein Herzogtumtitel. Ashanti. Titel schaffen. Ja. Yeah. Ich darf ihm nicht vergeben. Weil ich dann... Unabhängigkeiten wird. Also Unabhängigkeiten gibt. Wie heißt man denn jetzt? Ashanti oder Adiuku? Ich mach mal hier den Primär, dann heißt es. Euer Sohn Nana von Dabor ist neuer Spielererbe. Euer Haupttitel ist jetzt Ashanti. Ja, mein Spielererbe ist aber trotzdem immer noch der gleiche, ne? Ja. Ist es hier möglich, Kinder zu töten? Nee. Man kann tatsächlich nicht seine eigenen Kinder töten. Ich habe wenig Champions. Was? Habe ich irgendjemanden verloren? Also an Koma werden wir zwingen. 2, 4, 6, 7. Nö. Die sind immer noch am Start, die Jungs. So, wenig Kontrolle, okay. Wir können, ich weiß, das Königreich Akkan gründen. Dazu fehlen mir aber ein paar Monetos. Und zwar exakt 235. Und ich habe eine Grafschaft zu viel. Ich werde Amor beeinflussen, sehr gut. Nein, ich werde jetzt einem weiteren Sohn von mir Titel zukommen lassen. Mal ganz kurz gucken. Also du besitzt die Sachen. Dann werden wir unserem zweiten Sohn diese Grafschaft vererben. Oder wir vererben ihm diese. Also nicht vererben, sondern... Wobei, was ist denn hier die Kontrolle? Ich muss mal gucken, wo ich am meisten Geld rauskriege. Also hier ist nichts gebaut. Steuern 12. Hier haben wir die Stammesfest- oder Übungskampfbahn. Die werde ich definitiv behalten. Und hier sind, Schmugglerringe am Start. Dann werde ich meinem zweiten Sohn diese Grafschaft geben. So, da ich dich ja eh beeinflussen kann, wir werden auf jeden Fall gleich mal ein Bündnis aushandeln. Hab ich mit dem Jungen hier eigentlich ein Bündnis? Okay, er überfällt irgendjemanden. Ja. Gut, dauert ein bisschen. Wir sind wieder bei 3. Und haben erstmal alles halbwegs clean. So, Kumasi. Können wir die mittlerweile angreifen? Alter, was ist denn da los? Achso, das bin ich. Haha. Waffenschild hat noch 11 Monate, 5 Jahre kein Krieg gegen ihn. Stimmt, ich könnte Bono einnehmen. Der hat zwar einen Verbündeten. Oh Gott, er hat einfach gar keine Truppen. Er hat 800.
Wir könnten ganz schnell Bono einnehmen. Und dann könnten wir unserem Bengel... Nee, was habe ich mir jetzt für eine... Ach, ein Sie habe ich ihm gegeben, okay. Aber ich könnte das hier einnehmen und dann könnte ich meinem dritten Sohn die beiden vermachen. Ich glaube, das mache ich auch. Also kommt drauf an, ob hier was gebaut wurde, aber... Oh, alter Scheiße, Sondergebäude, Fürstengebäude. Ach, darauf muss ich übrigens auch achten. Okay, hier gibt es nämlich gar nichts. Was kostet mich das hier überhaupt? 75. Gibt es hier irgendwo... Hier gibt es noch ein Fürstengebäude. Da sind Übungsbahnen. Schwierig. Oh, ich muss das unbedingt einnehmen. Weil hier gibt es einfach mal ein Fürstengebäude und ein Sondergebäude. Das nehme ich jetzt ein. Also er selber hat keine Armee am Start. Und sein Verbündeter hat ja hier die 800. Ja, wir führen ganz kurz Krieg gegen Bono. Der mag uns wahrscheinlich so wie... Oh doch, der mag uns sogar noch. So, Grafschaft erobern. Sind wir noch verwundet eigentlich? Nee. Verwundung wurde schon wieder beendet, wenn man es mal so nennen möchte. Gut, dann auf in den nächsten Krieg. Verbündeter tritt bei, das ist gut. So, jetzt wird er mich erstmal angreifen mit seiner Mini-Armee. Kultur fördern, sehr schön. Das machst du direkt weiter. In Wasser. So, Kontrolle 100, 4 Jahre, 5 Jahre, 2 Jahre, 7, 5, 3, 6, 5, 3. Wo waren 2? Hier. Oh Gott, also, warum ist denn das so farblich so blöd? Alter, das ist ja nicht schön. So, den Krieg gewonnen? Ne, noch nicht. Greifst du mich an? Afram wird belagert. Wer ist denn schneller? 6 Monate? Ah, 10 Monate. Super, ich bin schneller. Ja, hast du natürlich auch genau die Ortschaft ausgesucht mit Kampfbahnen, ne? Da gibt es nämlich noch mehr Aufgebote als in den anderen Städten. Naja. Ist ja nicht mein Fehler, den ich da mache, ne? So, Bono. Also müssen wir unbedingt nach Bono unseren Hauptsitz verlagern. Meine Tochter, Gborlormene. Sehr schön. Das gibt's doch nicht. Ach, sie hat sogar 2. Ach, es ist so kacke. So, du hast einen Krieg gewonnen. Der Verlierer Longes... Wer? Sohn von... Irgendwas. Okay, das hat er erobert. Kong ist größer geworden. Mit Genuss. Ich nahm Diakaba mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann. Und zu meiner Überraschung begegnete er einem verwundeten Reh. Als er mir das Tier zeigte, wiesen die Wunden auf einen langsamen Qual von Tod hin. Diakaba lächelt nur. Es war nur ein Tier. Er ist Sadist. Ist das mein Nachfolger? Ja, ne? Und du gehst auf... Du gehst auf Ränkespiele? Ach so, ist ein Mündel? Was? Ach, das ist hier der Typ aus dem Reich, ne? Ja gut, der ist mir eigentlich egal. Warum hat denn eigentlich mein eigener Sohn noch keine Entscheidung gehabt? So, entweder er wird Sadist. Jo. Er wird Sadist. Was ist denn mit unserem Bengel eigentlich? Ach, der ist jünger, okay. Okay, mit 6 Jahren hat er einfach schon 6 in Bildung.
Er ist einfach jetzt schon schlauer als ich, oder? Naja, fast so schlau wie ich. So, Orborobono wird belagert. Hat der nochmal gewechselt? Okay. Ich weiß nicht, warum er hin und her wechselt. Bedeutet nur, dass er mal wieder von vorne anfängt. So, 2 Jahre. Ja, ich habe halt nur junge Herrscher, ne? 9, 6, 2. Kpakela wird verbessert auf eine 10. Naja, gut, das ist eigentlich nicht der, der unbedingt da an erster Front stehen sollte. Was machst du denn hier? Sehr schön. So sei es. Bono eingenommen. So, jetzt werden wir ganz, ganz dringend... Ah, ich müsste eigentlich Kontrolle machen. Über Domänenschwelle? Ja, 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 ich weiß. Ja, ich weiß. Wir werden diese Grafschaft... Ach, die haben die Kampfbahn. Ich werde die Grafschaft an meinen dritten Sohn geben. An Dwayne. Titel vergeben. Du. Ach, scheiße, das sind die Kampfbahnen. Das will ich ihm nicht geben, weil das ist mein Reichssitz. Wobei ich den verlegen könnte. Das Problem ist, wenn ich meinen Reichssitz verlege, hier kriege ich halt volle Steuern und volle Aufgebote. Hier in dem Ort kriege ich halt gar nichts, weil ich Kontrolle 0 habe. Ich müsste also erst hier richtig was bewegen. Pass mal auf. Du machst mal hier Kultur fördern und du brauchst... Fuck, 5 Jahre, Alter, für Bono. Okay, Afram ist auch 100% zufrieden oder unter Kontrolle. Schön. Das ist aber ein Fehler, oder? Ja, 4%. So, kann ich Komasi jetzt mittlerweile angreifen? Weil dann kann ich ihm hier die letzte Grafschaft geben. Er hat auch gar nichts mehr am Start. Achso. Noch 2 Monate bis 24. Juni. Okay. Scheiße, Alter, was gebe ich ihm denn jetzt? Also ich muss meinem Sohn auf jeden Fall eine Grafschaft geben. Scheiß drauf, ich gebe das ihm. Bringt mir zwar ein bisschen weniger Truppen. Dwayne, bitteschön. Afram. Und wir sind natürlich cool, ne? Wir sind natürlich Verbündete, weil du bist ja mein Sohn. Okay. Ja, na, wie gesagt, das mit den Übungskampfbahnen ist halt... Wäre ganz cool, wenn ich das selber gehabt hätte. Alter, das ist ja noch so ein Ding hier. Hätte ich das mal vorher nachgeschaut. Scheiße. Dann hätte ich auch hier meinen Hauptsitz hinlegen können. So, wen beeinflussen wir denn jetzt? Kann ich eigentlich mit meiner Frau noch machen? Nicht mehr, ne? Wahrscheinlich fast am Ende. Bringt mir das jetzt irgendwelche Vorteile? Das wollte ich ja gucken. Nee, es ist genau das gleiche. Egal ob 100 oder 1. Ah, dann ist das eigentlich auch egal. Wie ist hier irgendjemand noch nicht mit mir zufrieden? Ja gut, hier Olle Win, aber den kann ich halt nicht beeinflussen. Der Junge ist halt erst 1 oder so. Hofarzt ist gut. Ich könnte mit meinen Verbündeten vielleicht mal ein bisschen cooler werden. Bei ihnen aber ein bisschen... Okay, 46% ist jetzt nicht ganz so viel. Gut, und das sind ja alles meine Söhne hier.
Von ihm habe ich Waffenstillstand, okay. Ach, dann hätte ich auch das als Hauptstadt nehmen können. Na gut, vielleicht zeuge ich ja noch einen Sohn. Dann kriegt der vierte Sohn die beiden Sachen. Ach, wobei Kumasi muss ich auf jeden Fall abgeben. Nee, gut, wir behalten Bono. War schon okay. Dann kriegt Kumasi ja sowieso hier der Kollege. Der Nana Jakaba. Wieso habe ich eigentlich schon wieder so wenig Geld? Ich kann übrigens Krieg erklären. So, Kumasi einnehmen. Ja, ja, Adanse wird belagert. Der wird auch gleich abhauen. Was ihm nichts bringt. Ich bin schon wieder Krieg. Ich vergesse das jedes Mal. So, plus 6. Oh, er hat eine 15 gewürfelt. Plus 18, super. Und jetzt noch die restlichen kaputt hauen. So, ich würde eigentlich direkt in die nächste Schlacht mit ihm ziehen wollen. So, 8-4. Okay, ich mache auf jeden Fall richtig Minus. Gefangen genommener feindlicher Kombattant. Die Karte. Ach, das ist der nächste. Ja, wir sperren auch ihn in den Kerker. So, du hast 15 Gold. Der bringt uns also ein bisschen Gold, wenn ich möchte. Gyasi nicht. Ja, aber der bleibt erstmal ein paar Tage im Kerker. Wenn der Krieg vorbei ist, dann kann ich ihm mal anbieten, mir Geld zu geben. So, wenig Kontrolle, jawohl. Wir können immer noch den Titel... Willst du mich jetzt überfallen? Ihr könnt als Verbündeten rufen. Nein, Anspruch fingieren will ich auch nicht. Krieger erklären und immer noch das Königreich schaffen. Das werden wir aber erst frühestens morgen schaffen in der Folge. Wir machen gerade halt wieder sehr, sehr wenig Geld. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier schon wieder unsere Armee ausgehoben haben. Ah, das ist auch Festungsstufe 3. Ist das auch eine Stufe 3? Ja. So, hier gibt es gleich Krieg. Ach, er ist wirklich im Kerker gestorben. Er hat aber nicht lange durchgehalten. Okay, gut, dann machen wir Feierabend und... Oh, da kommt die nächste Armee wieder. Und sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. So, ganz kurz gucken wir noch, wie es ausgeht. Natürlich für uns. Sieg. So, gut. Dann tschüss, bis morgen.